dreijähriger Pause ist es uns heute wieder gelungen, ein Bienenfest zu organisieren. Der Sinn von dem Fest ist natürlich, für die Bevölkerung zu sorgen, für Speis und Trank und erneut das Leben von unserer Honigbiene und unserer Imkerei ein bisschen näher zu bringen. So, jetzt sind wir bei den Bienenwesen. In jedem Stock leben drei verschiedene Bienenwesen. Das erste die Königin. Es gibt nur eine Königin drin. Ihre Aufgabe ist, ihr Eier zu legen und für die Nachkommen zu sorgen. Die Königin fliegt nur zweimal aus. Einmal beim Hochzeitsflug fliegt sie von Stock aus. Die Drohnen, da gibt es Drohnenplätze, die wissen, dass die Königin ausfliegt, wird dann von 20, 30 Drohnen im Flug begattet. Und wenn sie begattet ist, fliegt sie wieder in den Stock zurück rein und ist dann geschlechtsreif und kann dann Eier ablegen. Variabel, männliche und weibliche. Das wird für die Arbeiterinnen vorgegeben. Das zweite Mal ist dann, wenn sie schwärmt. Nach 3-4 Jahren kann man sagen, wollen sie vielleicht eine andere Königin ziehen oder so irgendwas, schwärmt die alte Königin aus mit ihren Anhängern auf dem Baum und der neue, junge Königin, die geschlüpft ist, bleibt im Stock drinnen. Das ist Phänomen von einem Schwarm. Also der Stock teilt sich, man hat dann praktisch zwei Völker. Und das wiederholt sich dann wieder, die Junge ist wieder drinnen und so geht das Radl. Zweitens sind die Drohnen, wenn man sagt, die faulen Willi, die tun eigentlich nichts, ne? Die sind ein bisschen plump und Ding, sind eigentlich nur für die Begattung da. Die sind aber auch nur in der Zeit im Stock drinnen. Solange es die Begattungszeit ist, im Herbst, werden es für die Arbeiterinnen dann höflich ausgebieten von Stock, nicht da vorne so. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, gell? Bei den Frauen. Die Arbeiterinnen sind eigentlich die dann im Stock alles vorgeben. Und die Arbeiterin hat natürlich auch eine Vorgabe in ihrer Lebenszeit. Die Bienen, die tun nicht irgendwas zufällig oder das ist alles gesteuert. Die Arbeiterin kommt auf die Welt, die ersten zwei Tage ist sie Putzbiene, dann ist sie Armenbiene, dann wird sie Wachbiene. Es ist oft, wenn man beim Stock schaut, da fliegen ein paar so Bienen immer so, man glaubt, die fliegen aus und ein, ist aber nicht so, ein paar Tänzeln immer auf und an, die bewachen den Stock, weil sie hätten ja viel Feinde, Websen, Mais, die den Honig wollen. Ne? Und die Wochen fahren draußen, wenn irgendwas kommt, organisieren die drinnen gleich eine Hilfe und die Bienen fahren aus und die hat eigentlich keine Chance. Nicht? Und nach dem Stadion wird es ja Baubiene. Bienen bauen ja auch selber ihr Wachs, ihr Behausung. Ihnen brauchen halt die Menschen ja nicht. Der Imker gibt nur die Rahmen vor, dass er Ordnung ist, aber im Prinzip, wenn jetzt der Schwarm auskommt und der wird nicht eingefangen, sucht sich die Biene irgendwo einen hohen Baum oder was und fängt dort ganz allein zum Bauen an mit den Sägsäckerler und legt dort wieder die Brut ab und den Honig. Es gibt natürlich verschiedene Bienenrassen. Die beste, die zu uns passt, ist unsere Carnica. Wir haben eine eigene Schutzregion, Carnica-Schutzregion, Liesingtal-Baltental. Carnica ist aber verbreitet in Steiermark, Kärnten, Slowenien, in unsere Breiten und hat sich dem Klima durch Jahrtausenden am besten angepasst. Sie kann gut überwintern, sie ist schwarmträge, ist nicht sehr aggressiv und kann mit den klimatischen Verhältnissen eigentlich am besten umgehen. Honig ist nicht gleich Honig, sagen wir so. Nein, das nicht, aber die Biene bringt immer einen guten Honig in den Stock. Nicht? Das kommt halt dann darauf an, wie man den halt dann verarbeitet oder wie oft dass man schleudert. Es gibt verschiedene Sorten Honige, aber der beste Honig ist natürlich der, wo die ganze Vielfalt vom Frühjahr drin ist. Also wenn, so wie die kleinen Imker, wie mir die Staudimker, es wird einmal geschleudert, da ist eigentlich von Löwenzahn, von Gänseblümchen bis zum Tannenbaum alles drin. Und das schmeckt man und das ist gut. Darum ist es auch sinnvoll, wenn man sich einen Züchter des Vertrauens sucht,
in seiner Heimatgemeinde, in der Region. Man unterstützt dann den Imker und man tut für die Natur was Gutes. Herrliches Wetter lockte zahlreiche Besucher zum Bienenfest auf dem Urinsel. Ja, wir sind da heute beim Tag des offenen Bienenstockes. Wie wichtig sind solche Vereine, solche Festeln für die Gemeinde selber? Ja, also wir als Gemeinde sind natürlich froh, dass unsere Vereine so viele Aktivitäten betreiben und solche Feste machen. Was einfach ganz, ganz wichtig ist, dass das soziale Zusammenleben innerhalb einer Gemeinde funktioniert. Und es geht halt am besten mit solchen Festen, wo man sich kennenlernt, wo man sich austauschen kann und eben super unterhalten kann.